So, ich würde sagen, wir legen so langsam los. Ja, nochmal guten Abend. Herzlich willkommen an alle, die dabei sind. Wir haben ja leider Anfang der Woche erfahren müssen, dass es nicht so einfach ist, dabei zu sein, weil die neuen Plattformen unsere E-Mails eher ungünstig in so einem Digest mit verschickt hat und wir immer davon ausgegangen sind, dass alle Teilnehmer diese E-Mails, unter anderem die Einladungen zu den Live-Sessions, auch bekommen. Also dafür erstmal unsere tief empfundene Entschuldigung. So schwer wollten wir es Ihnen nicht machen. Umso schöner, dass Sie dabei sind, vielleicht auch ganz kurzfristig sich jetzt den Termin noch einrichten konnten. Bevor ich gleich unseren Referenten ganz kurz vorstelle und dann aber das Wort gleich an ihn gebe, für die, die jetzt das erste Mal bei einer Live-Session dabei sind, wenn Sie Fragen stellen wollen oder Anmerkungen haben oder gerne in eine Diskussion einsteigen möchten, am besten entweder die Frage direkt in den Chat eintragen. Wir behalten das so ein bisschen im Auge und spielen es dem Referenten dann zu, oder aber über das Handeigen die Hand heben und bei der nächsten Gelegenheit erteilen wir dann gewissermaßen das Wort. Bis dahin würde ich alle bitten, auf stumm zu schalten, damit es nicht zu Störgeräuschen kommt oder Rückkopplungen kommt, sondern wir alle den Stefan Schwert optimal verstehen können. So, ja. Dann stelle ich den Stefan Schwert auch ganz kurz vor. Stefan, vielleicht machst du ja jetzt mal deine Kamera an. Ja, perfekt. Dann sehen wir ihn auch. So, Stefan Schwert promoviert aktuell im Bereich Management Science zu dem Thema Information Risk Management, so wie oben zu lesen. Und das ist ja ein Thema, was wir in unserem Business Management Meet vielleicht gar nicht so intensiv behandeln, sondern wir reden ja viel mehr über Transparenz und Offenheit und Wissen teilen. Nichtsdestotrotz ist das ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen dürfte. Deshalb freue ich mich, dass wir heute in der Live-Session das Thema gründlich und auch mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angehen können. Wie gesagt, Stefan Schwert promoviert aktuell zu dem Thema, ist schon sehr weit fortgeschritten, also eigentlich in der heißen Phase der Promotion. Ansonsten seit Jahren in leitenden Funktionen im IT-Bereich, in einem großen internationalen Pharmakonzern tätig, wobei das Thema jetzt auch gerade heute nicht ein reines IT-Thema ist, aber das erzählt er am besten selbst. Von daher erteile ich gleich mal das Wort. Und wenn ich zu dir was vergessen habe, kannst du ja vielleicht auch noch mal zu deiner Person was sagen oder direkt loslegen. Perfekt, vielen Dank, Gabriele. Einen schönen Abend auch an alle Sie draußen, die heute extra sich die Zeit genommen haben, hier zuzuhören und der Session beizuwohnen. Gabriele hat es eingangs schon gesagt, es ist sicher nicht das Kernthema der ganzen Veranstaltungsreihe, aber vielleicht auch gerade deswegen interessant, denn es geht im 21. Jahrhundert schon auch darum, nicht nur Informationen zu gewinnen und zu managen, sondern sie natürlich auch zu schützen. Und zwar nicht nur im Sinne von rein technischer Schutz, sondern auch die Herleitung dazu, woher weiß ich denn überhaupt, was ich schützen muss, was sind wichtige Informationen, wann sind sie wichtig? Und ich möchte gleich mal mit einem Beispiel starten, das es vielleicht ein bisschen plakativ macht, wenn ich die Frage stellen würde: Wie würden Sie einschätzen, wie ist der Gehalt der Information zu schützen, einer Veröffentlichung eines CEOs über seine Jahresergebnisse? Wir wissen, das muss er machen, das muss er alle Vierteljahre machen. Im internationalen Wettbewerb ist das ein normaler Vorgang. Würden Sie sicherlich sagen, das ist öffentliche Information, das ist richtig, wenn es veröffentlicht wurde. Wie ist die Information einen Tag vor der Veröffentlichung zu schützen? Wahrscheinlich sehr stark, denn jeder, der die Information hat, kann aufgrund der Ergebnisse sicher abschätzen, sofern er einigermaßen vom Fach ist, wird der Aktienkurs des Unternehmens nach oben gehen, wird er nach unten gehen, bedeutet dann so viel wie Insider Trading ist möglich. Das heißt, hier besteht auch über die Zeit hinweg, das ist eine wichtige Komponente, nicht eine Information ist oder ist nicht schützenswert, sondern
gerade auch der zeitliche Abriss ist entscheidend. Das ist das Erste, was wir für heute mal festhalten. Das Zweite, was wir festhalten, ist, was ist eigentlich Information? Und ich habe mir mal erlaubt, jetzt hoffe ich, dass die Slides alle runterrollen, jawohl, die Definitionen auch mal rauszuschreiben. Denn ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir darüber reden, was ist Information, was ist Risiko, da kommen wir gleich dazu. Eine Information ist eigentlich alles, auch eine Information, dass ich keine Information habe, ist eine Information. Die Frage ist, wie wird es dargestellt? Es wird mit Symbolen dargestellt, Charaktere. Die Frage ist, verstehe ich die Symbole überhaupt? Wenn ich Ihnen heute eine griechische Schriftrolle hinlege, werden es wahrscheinlich nur einige von Ihnen überhaupt lesen können. Die anderen könnten zumindest identifizieren, jawohl, das ist griechisch. Bei Hieroglyphen sieht das nochmal anders aus. Da würden wir vielleicht noch Ägypter wissen, aber um was es überhaupt geht, wir hätten keine Chance. Für den, der es kann, der sie entziffern kann, wunderbar, der wird verstehen, was damit gemeint ist. Ist es ein Appell, ist es eine Niederschrift einer vergangenen Thematik, ist es ein Aufruf an die Zukunft. Das heißt, wir müssen uns schon mal darüber unterhalten, wie transportieren und auch wie speichern. Aber wenn ich sage speichern, meine ich nicht technisch, sondern ganz allgemein das Wort, wie behalten wir Informationen? Also wie geben wir sie weiter? Informationskanäle, Sie haben sicher darüber schon gehört, wir trennen da ja. Und in welchem Medium, in welcher Repräsentationsform tun wir das? Jetzt bin ich auch von der Vergangenheit her ein Stück weit Informatiker. Da lernt man zwei Begriffe zunächst mal, die Syntax und die Semantik. Wir haben darüber gesprochen, Syntax, ich muss erstmal in der Lage sein, die Buchstaben zu verstehen. Ich muss weiterhin in der Lage sein, selbst wenn es uns bekannte Buchstaben sind, die Sprache, also sprich die Worte und Sätze zu verstehen. Bestes Beispiel Italienisch, versteht vielleicht auch nicht jeder. Dennoch können Sie es wahrscheinlich flüssig vorlesen, aber Sie wissen nicht, was Sie lesen. Also das wäre die Syntax. Sie wissen, was Wortgrenzen sind, Sie wissen, wie lang Sätze sind, Sie werden, und das ist eine Vereinbarung, die irgendwo mal stattgefunden hat, mit Punkten, Rufezeichen, Fragezeichen beendet. Sie können mir genau sagen, was ein Satz ist, aber was er bedeutet, können Sie mir nicht sagen. Da kommen wir jetzt zur nächsten Semantik. Das ist jetzt genau das. Was bedeutet es? Wenn wir zur Semantik kommen, ist es immer die Frage, wenn ich eine Information vorliegen habe, in welchem Kontext? Und das ist das Nächste, was wir uns merken, habe ich sie vorliegen? Zurück zu meinem Eingangsbeispiel, CEO, Veröffentlichung der Jahresergebnisse oder Quartalsergebnisse. Im Kontext einer Shareholder-Versammlung, wo lauter Analysten drin sitzen, ist es relativ einfach, über genaue Zahlen zu sprechen. Wenn ich Ihnen eine solche Sache vorlege und Sie sind jetzt nicht gerade Finanzler oder Börsenmakler, unterstelle ich mal, da geht Ihnen genauso wie mir, ihr könnt mit so einem Finanzsheet, das da gezeigt und veröffentlicht wird, erstmal nicht sehr viel anfangen. Das heißt wiederum, ich verstehe die Sprache nicht, ich bin zu einem Kontext, ich sehe die Information, aber sie sagt mir nichts. Das heißt, unter Umständen habe ich sogar noch das Problem, sehe ich Information überhaupt als Information an, also erkenne ich sie überhaupt? Und da habe ich ein nettes Bildchen mal vorbereitet, ich weise darauf hin, das ist aus einer fremden Quelle selbstverständlich, ist links unten zu finden, also bitte, falls Sie das verwenden, entsprechendes Copyright berücksichtigen. Der Test an diesem Bild ist jetzt wie folgender, in diesem Test geht es darum, in dem Bild steht ein Satz geschrieben. Jetzt habe ich natürlich keinerlei unmittelbares Feedback aus Ihren Gesichtern. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt um Gottes Willen, da steht ja nichts. Das ist richtig, da steht sicherlich keine lateinischen Buchstaben, aber da steht ein Satz geschrieben. Und jetzt machen wir es gar nicht mehr spannend. Gucken Sie mal unten an dem Fluss entlang auf die Binsen, die dort stehen. Ab der ersten kurzen Binse sind die Binsen die Buchstaben. Jetzt werden Sie weiter fragen, was für Binden, was für Buchstaben. Sie merken schon, wir sprechen jetzt über die Buchstaben und das Alphabet, das ist der Test of Example. Was wir jetzt sehen, und wenn ich Ihnen jetzt weiterhin sage, die Binden müssen Sie als Morse-Code lesen. Lang, kurz, 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 lang, lang, kurz, lang. Und wenn Sie das weiterlesen, haben Sie ja genau verstanden, was hier steht. Also ich denke mal, dass nur die wenigsten von Ihnen Morse-Code können oder lesen können. Und entsprechend auch in nicht in für Sie transparente Sprache oder Informationen übersetzen können. Und das Beispiel sollte jetzt mal verdeutlichen. Man kennt es aus Agentenfilmen, toten Briefkästen.
Ich muss wissen, was ich suche, welche Informationen ich suche, sind wir beim Kontext deiner Information, aus welchem kulturellen, aber auch ausbildungsseitigen Hintergrund ich komme, bin ich in der Lage, die Informationen überhaupt zu sehen und bringt sie mir am Ende des Tages was. Ich mache Ihnen ein anderes nettes Beispiel, das tagesaktuell ist. Vielleicht haben Sie sich schon mal gefragt, warum eigentlich bei den Tagesthemen oder beim Heute-Journal mindestens 1,5 Minuten über Börsenkurse, über den DAX, über den Dow Jones, über den Nasdaq gesprochen wird. Fragen Sie sich mal ganz ehrlich, und ich bin kurz davor, mal den Redakteuren einen Brief zu schreiben. Ich unterstelle mal, dass die Leute, die damit tagtäglich hantieren, weil sie dort hantieren müssen oder weil es ihr Beruf ist oder sie Aktien besitzen, nicht bis 22.15 Uhr oder 22.05 Uhr warten, wenn die Nachrichten kommen. Und all jene, die damit wenig zu tun haben oder gar nichts zu tun haben, ist es schlichtweg total egal für ihr Tagesgeschäft, für ihr normales Geschäft, ob der DAX jetzt bei 10.437 oder 10.512 Punkten liegt. Also fragen Sie sich selbst, Sie haben die Information umgekehrt. Sie wissen, der DAX steht bei 10.437 Punkten. Was nützt es Ihnen? Das nützt Ihnen überhaupt nichts im Normalfall. Und wenn Sie dann noch den Fehlschluss machen, und darauf kommen wir in einer Minute, für sich unmittelbare Handlungen abzuleiten, obwohl sie überhaupt nicht im Kontext drin sind, wird es gefährlich. Und viele Leute können diesen Schritt einfach aufgrund ihrer menschlichen Voraussetzungen gar nicht so einfach abstrahieren. Das heißt, die Frage sich erstmal zu stellen, selbst wenn ich Informationen habe, offensichtlich, was bringt sie mir? Brauche ich sie überhaupt? Und wie gehe ich überhaupt damit um? So, kommen wir mal zu ein bisschen mehr Handgreiflichen. Wir haben ein kurzes Sheet mal zusammen gemalt. Was ist eigentlich neu in den letzten Jahren? Und das zielt dann auch darauf hin, warum sollte man eigentlich ernsthaft über Informationsrisikomanagement nachdenken? Der Haupttreiber sind klarerweise alle Arten von neuen IT-Technologien, sei es das Internet selbst als Transportmedium für Informationen, sei es aber auch die Möglichkeit, millionenfach Daten zu speichern oder Daten für sich zu speichern, zu kopieren, weiterzugeben. Ja, es ist sogar ein eigenes Geschäft daraus entstanden, Informationen zu sammeln und zu verkaufen. Der Unterschied bei Informationen als Gut, das verkauft wird, als Betriebswirtschaftler mal gesprochen, ist, anders als bei Ziegelsteinen, einen Ziegelstein können Sie einmal verkaufen, der Käufer nimmt ihn mit und baut sein Haus. Sie verkaufen 10 Ziegelsteine, Sie müssen aber in Ihrem Wertschöpfungsprozess diese Ziegelsteine produzieren oder wieder woanders einkaufen, günstig produzieren, in der richtigen Menge produzieren, bringt im Alltag durchaus das ein oder andere logistische Problem mit sich. Im Informationsgeschäft können Sie die Informationen mit Mausklick kopieren und terabyteweise weitergeben. Und Sie können das nicht nur einmal machen, Sie können das so oft machen, wie Sie wollen, solange Sie sicherstellen, dass niemand anders Ihre Information weiterverkauft und als sein eigenes Gut betrachtet. Oder vertraglich die Leute daran bindet, es nicht zu tun, gibt damit Mittel technisch oder auch betriebswirtschaftliches zu tun. Trotzdem wird es gemacht. Ich sage bloß Piraterieplattformen etc. etc. Also das Intellectual Property Rights Thema ist ein ganz anderes, streifen wir heute hier nur. Also heißt IT-Technologien im Sinne der Daten- oder Informations-, ich versuche, Sie merken, den Begriff Daten zu vermeiden, weil mir geht es schon um Informationen aller Art, nicht nur die, die in elektronischen Systemen gespeichert sind. Also Informationen zu teilen, zu transferieren, zum Vervielfachen und auch auszuwerten natürlich. Und das hat in Summe einen Einfluss klarerweise auf die Fragestellung, inwieweit ist eigentlich der Mensch in der Lage, die Mengen in kurzer Zeit, die er heute an Daten und Informationen zur Verfügung hat, zu verarbeiten. Und wie viel hat er überhaupt available, also verfügbar? Und damit meine ich jetzt wieder mein Tagesschau-, Heute-Journal-Thema, beschäftige ich mich mit den richtigen Informationen. Beschäftige mich mit Informationen, die mich angehen, die für mich und für mein Tagesgeschäft interessant sind. Als Privatmann entscheide ich die Frage relativ frei von der Leber weg, relativ einfach.
In einer Firma ist es schon wieder ganz eine andere Frage. Daher auch in der dritten Spalte die drei Boxen. Sowohl das, die Frage nach der Information available, als auch das sich verändernde menschliche Verhalten im Umgang mit Informationen haben beiderseits den direkten Einfluss zum einen auf das Risikomanagement. Und meine Untersuchung jetzt in der wissenschaftlichen Seite her war eben, inwieweit hier eine Korrelation besteht zwischen strategischer Entscheidungsfindung und Risikomanagement auf dem Hintergrund des Informationsrisikomanagements. Also die Frage, die Informationen, die ich für Entscheidungen heranziehe, sind sie gut, sind sie richtig, sind sie zeitaktuell, sind sie, wie gewichten, wie stark muss ich sie gewichten, also wie wichtig sind sie, da sind wir bei dem Punkt, sind sie korrekt, sind sie komplett oder fehlt mir nur ein Teil, habe ich nur den ersten Teil eines Satzes und am Ende steht noch ein Wort nicht, das wurde aber nicht übertragen, kehrt das Ganze um und darauf gründet sich sozusagen die Fragestellung, muss ich nicht eigentlich anfangen, mir ein Risikomanagement auch für die Informationen, die ich in meinem Wertschöpfungsprozess in meiner Firma habe, aber durchaus auch im Privatleben, muss ich dafür nicht anfangen, mal ein ernsthaftes Risikomanagement in Betracht zu ziehen. Warum ist es für Decision-Making, also für strategische Entscheidungsfindung, so wichtig, Informationen in richtiger Güte und Qualität und ausreichend vorhanden zu haben? Ganz einfach. Und auch die Abgrenzung ist sehr, sehr wichtig. Normal wird in Unternehmen auf jeder Ebene tagtäglich tausende von kleinen Entscheidungen getroffen. Und dort ist auch der Schulterschluss zur Frage Information. Es ist das Bindeglied. Die Information ist das Bindeglied, auf dem Entscheidungen getroffen werden. Das heißt, alle Entscheidungen treffen wir auf dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Informationen. In der Vergangenheit hat man ein Augenmerk im Risikomanagement darauf gelegt, möglichst viel Informationen zu beschaffen. Viel ist gleich gut, ist gleich je mehr, desto besser. Heute muss man sich die Frage stellen, sind die Informationen überhaupt richtig und die ich einbeziehe, überhaupt valide genug, um in meine Entscheidung einzufließen. So, wie ist jetzt der Schulterschluss zwischen dem administrativen oder operationalen Entscheidungsmanagement, das jeder Manager oder auch jeder Mitarbeiter, jeder Kollege hier im Unternehmen hat, entscheidet jeden Tag hunderttausende Male. Entscheidet er richtig, ist die Frage. Entscheidet er aufgrund von guten Informationen? Und jetzt kommt der eigentlich große Drill-Down-Effekt. Wenn ich ein Unternehmen mit 120.000 Leuten habe und jeder tut das und jeder macht nur einen kleinen Fehler, wie potenziert sich dieser Fehler und mache ich dann nicht unter Umständen komplett falsche oder schlechte strategische Entscheidungen, also Entscheidungen über den Zukauf, Verkauf von Unternehmen und Entscheidungen mit großer Tragweite, die auch nur auf dem Executive Level getroffen werden. Und daher der Zusammenhang, warum macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, auch im Alltag und nicht nur bei den großen Entscheidungen, denn die großen Entscheidungen werden gefüttert von den kleinen Entscheidungen. Die kleinen Entscheidungen potenzieren sich daraufhin in die strategische Entscheidungsfindung. Es gibt ein paar Autoren, bekannt, näherer Zeit aus dem Jahr 2007, der nochmal genau das Problem oder die Schwierigkeiten im Decision-Making-Prozess aufzeigt. Sie haben meistens Time-Constraints, also zeitliche Schranken, sie haben Informationsschranken, habe ich zu viel, habe ich zu wenig. Dann haben wir schon gesagt, die menschlichen Themen. Ich mache im Normalfall eine Filterung, ich überlege mir, passe meine Entscheidungen unter Umständen an, um am Ende dann zu einem Entscheidungswert zu kommen, wie auch immer. Ich frage mich selber, ist der konsistent, macht der Sinn, gewichte den gegebenenfalls gegen andere. Das ist ein klassisches Modell aus der Entscheidungslehre, aus dem Risikomanagement. Ich zeige Ihnen nochmal ein anderes, wo es am Anfang losgeht, ebenfalls von Autoren, ein bisschen älter schon, aus dem Jahr 2002, der proklamiert, ja klar, ich identifiziere erstmal meine Needs, hört sich in der Theorie alles schön an, ich akquiriere unter Umständen nochmal weitere Informationen. Ich muss mir überlegen, wie ich das organisiere, meine Informationen, die ich habe, welche ich überhaupt benutzen will, immerhin, also welche.
Und dann passe ich mein entsprechendes Verhalten an und gehe zurück auf Anfang und überprüfe wieder, habe ich alles, was ich brauche. Also insofern ganz nett, aber hier haben wir schon den Fall Use of Information, also welche benutze ich. Schauen wir uns mal an, was das eigentlich mit unserer Organisation macht oder gemacht hat. Wir sind ja bereits auf dem Weg. Wald, relativ bekannter Autor in der Betriebswirtschaft und Organisationstheorie, sagt, gut, wir haben in der Vergangenheit sehr stark gesehen, wir haben funktionale Bereiche in Unternehmen, wir haben den Finance-Bereich, wir haben den Human Resources-Bereich. Und so teilt er das Unternehmen ein und sagt, und in den Bereichen gibt es eine entsprechende Hierarchie. Daneben haben wir die hierarchischen Barrieren, die wir jetzt alle kennen. Das heißt, unterschiedliche Standorte, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Sprachen. Aber auch die Frage, erzähle ich meinem Superior wirklich alles? Also ist die Information, die ich ihm gebe, nicht doch sehr stark vorgeprägt durch persönliche Trigger, wie ich möchte ja gut dastehen. Ich rede nicht über alle Risiken, die ich persönlich sehe. Ich rede nur über die guten Dinge, die ich sehe. Und am Ende des Tages kommt Walz zu der Frage, ja, ergibt sich daraus nicht sogenannte Operative Islands, die wir eigentlich organisieren müssen. Und jetzt sind wir wieder bei Informationen. Je mehr Intel ich habe, wie arbeiten die eigentlich zusammen? Ja, die müssen Informationen austauschen. Und welche Risiken bestehen dann? Je mehr Intel, desto mehr Verbindungen. Je mehr Verbindungen, desto mehr Risiken. Also Sie sehen schon, da kommen wir ein Stück weit auch in der Organisation nicht dran vorbei, uns darüber Gedanken zu machen. Andere Autoren, etwas älter schon, haben das auch sehr schön beschrieben. Das war ein Reichwald, auch eine Koryphäe im Bereich der Organisationstheorie. Aus der klassischen hierarchischen Organisation, Sie kennen alle die klassischen Organigramme, wie sie heute auch nur legal, zumindest in deutschen Unternehmen, aufgemalt werden müssen. Links unten haben eine kleine Komplexität, aber auch eine kleine Marktdynamik, die dann erst möglich ist. Sie haben dort die Fragen aufgezeichnet, ja, bis hin zur virtuellen Organisation rechts oben, klarerweise, alles hochkomplex, alles furchtbar fragmentiert. Heute gehen wir sogar schon einen Schritt weiter. Heute neueste Erkenntnisse oder neueste Forschung in dem Bereich zeigen schon auf, dass eigentlich der Mitarbeiter selbst entscheidet, welche Informationen er benötigt und wem er welche Informationen weitergibt und gar nicht mal mehr, so wie man es eigentlich vermuten würde, der Chef. Das macht er nicht, weil er böse ist oder seinen Chef nicht mehr die Entscheidung überlassen will, sondern weil es die schiere Flut an Anfragen ist, an E-Mails, die sie tagtäglich bekommen von irgendwem aus dem Unternehmen, den sie zwar kennen, aber nicht in dessen Organisation sind. Wer läuft denn heute noch zu seinem Vorgesetzten und fragt die Frage, du Chef, muss ich das eigentlich beantworten? Braucht er das wirklich? Weil der Chef bereits weiß, ja, das ist ein großes Thema, weil das ein Teil des Teils ist, der hier im Unternehmen vorangebracht werden wird. Also bitte ja, antworte das. Und das mache ich zweimal und beim dritten Mal frage ich meinen Chef schon nicht mehr. Also informell sind wir schon eigentlich einen Schritt weiter. Wir haben nicht mehr nur eine virtuelle Organisation, sondern wir haben die sogar runtergebrochen bis auf die einzelne Person. Wir haben auf der anderen Seite aber auch das Problem der bewussten Verfälschung oder der bewussten Nutzung von Mechanismen, hier Einfluss von außen zu nehmen. Auch diese wieder getrieben, ich sehe schon einen Überschriftenfehler hier, erfehle, das müssen wir nochmal ändern, Increasing heißt das natürlich. Mit der zunehmenden Technologie tummeln sich natürlich auch die schwarzen Schafe und auch das ist inzwischen ein Geschäft geworden, Firmen und Einzelpersonen das Leben bewusst oder unbewusst, aber meistens nur bewusst, weil nur damit ist auch Geld zu verdienen, schwer zu machen. Von den typischen Hacker-Attacken über Script-Kiddies, man muss schon sagen, staatlich gefördertes Hacking. Ich denke da mal an Staaten im ferneren Osten, aber auch in Staaten in den afrikanischen Ländern, die bekannterweise Heimatplattformen sind, weil es einfach sehr schwer, ja fast Rechtsräume sind, die sehr frei sind von Gesetzgebungen, die das ansatzweise in eine Belangbarkeit bringen würden, bis hin zu verärgerten Mitarbeitern. Sie haben also den Wolf direkt im eigenen Unternehmen sitzen, aber dann natürlich auch die Presse, die sich heute auf alles stürzt. Die Schlagzeile ist heute schon geschrieben für Ereignisse, die morgen passieren.
Und am Ende des Tages, ja, Terrorism, auch Cyberterrorism, damit ist eher gemeint das bewusste Lahmlegen von Infrastruktur, um das Leben eines Staates ad absurdum zu führen oder in Teilen ad absurdum zu führen und Schwächen aufzuzeigen. Weiterhin haben wir unten drunter natürlich auch die selbst verschuldeten Themen, ja, die Carelessness. Und jetzt provoziere ich ganz bewusst mal, von Ihnen haben sicher alle einen Facebook-Account. Haben Sie alle mal gelesen, was in den Terms and Conditions drinsteht, was Sie da eigentlich machen? Und ein Beispiel, das die wenigsten wissen, Sie haben sämtliche Rechte an Bildern an den Konzern Facebook abgetreten. Es gibt einen Fall in den USA, sehr bekannt geworden. Dort hat eine Facebook-Benutzerin ihr eigenes Foto auf einem Werbeplakat gesehen, ein Werbeplakat einer Firma, mit der sie nie etwas zu tun hatte, mit einem Werbeslogan, mit sich und ihrer Tochter. Und hat sie gefragt, wie kann das eigentlich sein? Die Antwort war sehr einfach. Damit macht die Firma Facebook als einer von vielen, aber in dem Fall war es die Firma Facebook, natürlich das Geld. Denn bei solchen Themen, und ich möchte an der Stelle nicht vermeiden, Ihnen ein bisschen ins Gewissen zu reden, sich mal zu fragen, wenn Sie Apps runterladen, wer bezahlt dafür? Sie tun es nicht, Sie bekommen sie frei. Dann fragen Sie sich bitte auch, wer in der Beziehung Kunde ist und wer Auftragnehmer und Auftraggeber ist. Sie sind weder Auftragnehmer noch Auftraggeber, Sie sind good sold, also das, was verkauft wird. Und das bin ich sehr zynisch, das unterscheidet Sie nicht von einem Koberind, das wird schön eingeschmiert mit Bier und Alkohol. Und warum? Damit es schön wächst und gutes Fleisch erzeugt, denn das wird am Ende verkauft. Also kurz gesagt, am Ende des Tages führt das bis hin zu Sales Loss, Loss in Operating Income und so weiter und so weiter. Sie können sich alle möglichen auch wirtschaftlich interessanten Sachen neben den privaten vorstellen, die man eigentlich nicht haben will. Also eine riesen Spielwiese, ein riesen Geschäft, eine riesen Gefahr. Schauen wir mal weiter. Jetzt sind wir ja bei Ihnen. Ich habe vorher schon gesagt, Information macht ja am Ende des Tages, trifft jeder einzelne Entscheidung. Wie macht er das eigentlich? Auch da gibt es Untersuchungen aus dem Jahr 2015 von Syriza, der das ja genau untersucht hat und sich überlegt hat, wie kommt es eigentlich zu meinem Schutzverhalten? Also wie setzt sich das eigentlich zusammen, dass ich Informationen schütze? Welche Gedankenwege, Korrelationen gibt es hier? Ich werde jetzt nicht im Einzelnen jede einzelne Korrelation durchgehen, aber ich denke, es ist mal sehr spannend, sich das in Ruhe anzugucken, wie und welche Einflussfaktoren eigentlich auf das Verhalten, das Code Appraisal und das, ja, das Gefahrenverhalten und das Ganze dann am Ende in das Protection Behavior eingehen werden. Also das ist, denke ich, sehr interessant, wenn man mal ernsthaft sich selbst überlegt, tue ich das eigentlich, inwieweit tue ich das und wie viel ist da super subjektiv auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie viele objektive Dinge vergesse ich eigentlich aufgrund meiner menschlichen Fähigkeiten. Fassen wir mal zusammen. Wir haben festgehalten, wir haben Information, ist also der ökonomische Wert heutzutage, Information ist Wert, ist gleich Geschäft, ist Geld, bares Geld. Und nicht nur die Information über, das wird oft in den Medien aufgebracht, die bleibt dabei, personenbezogene Daten über einzelne Profile, das ist völlig klar, das betrifft uns alle, das wollen wir nicht in Deutschland. Aber es sind auch Daten über Unternehmen, über Umsätze, die jetzt nicht unbedingt veröffentlicht sind, über Strukturen in Unternehmen, über Vorgänge in Unternehmen, die für die Konkurrenz durchaus sehr interessant sein können. Wir haben uns gefragt, wie können wir die Dinge überhaupt mal kategorisieren? Wir gehen kurz darauf ein. Erste Dimension ist die Confidentiality, die sollte man wirklich trennen. Das ist das sogenannte CIA, das kommt aber nicht von der gleichnamigen Organisation, sondern das kommt von den Erstbuchstaben der ersten drei Wörter, die hier stehen, Confidentiality, Integrity and Availability, also CIA. Confidentiality bedeutet, wie sehr ist es geheim zu halten, weil es einen unmittelbaren Schaden oder einen entgangenen Gewinn, damit natürlich auch Schaden im weitesten Sinne, erzeugt für mich und mein Unternehmen. Sollte ich mir eine Matrix schaffen, die ich das einschätze, genauso die Integrity, also wie wichtig sind einzelne Informationswerte im Sinne von,
Wie wichtig ist es, dass es korrekt ist, also scharf und korrekt, also sprich die dritte Nachkommastelle zählt oder es nur um Größenordnungen geht. Und genauso wichtig ist dann die dritte Dimension, die Availability, also die Vorhandensein der Information zum richtigen Zeitpunkt. Ist es das nicht? Und jetzt bleiben wir bei dem Eingangsbeispiel. Der Vorstandsvorsitzende möchte seine Präsentation vor den Shareholdern geben und er hat seine Präsentation vergessen und niemand hat sie, weil sie ist ja geheim. Dann ist das der schlechteste Zeitpunkt für Non-Availability. Ja, das heißt, Availability muss an der Stelle sichergestellt werden. In Deutschland großes Thema, die Data Privacy, ganz klar, müssen von Unternehmen eingehalten werden, also Datenschutz, aber auch im privaten Bereich und genauso auch die legalen Randbedingungen, seien es finanzielle Randbedingungen, das Aufbewahren von Rechnungen über 10 Jahre, Lieblingsbeispiel in Firmen. Kein Mensch schaut die Rechnungen nach dem Zeitpunkt des Bezahlens an mehr, außer den Finanzbehörden vielleicht. Wir brauchen sie alle nicht. Es gibt ein Gesetz, einen guten Grund, aber gefühlt würde jeder sagen, ich brauche sie nicht mehr. Also ich muss sie trotzdem aufbewahren. Ja. Dann haben wir industriespezifische Regularien. Ich beispielsweise arbeite in der Pharmaindustrie, Flugzeugindustrie, Autoindustrie, Abgaswerte. Da gibt es entsprechende Vorgaben. Da sollte man genau wissen, was man tut mit Informationen und wie man diese verarbeitet und wie man diese auswertet. Also auch eine Steilvorlage und einen herzlichen Dank an der Stelle an den Volkswagen-Konzern, der hier ein gutes Beispiel dafür auch gibt, wie man es nicht macht. Wir haben uns unterhalten über organisationale Changes oder Organisationschanges, Virtual Teams oder eben runtergebrochen sogar der nächste Schritt, die Vereinzelung auf den einzelnen Mitarbeiter. Und wir haben darüber gesprochen, Communication Style im 21. Jahrhundert, Real-Time. Das heißt, die Information, die vorher mit dem Postboten 4 Tage gebraucht hat, verschicken Sie nicht nur an eine Person, sondern mit einem Knopfdruck an 100 Millionen Leute. Ich sage bloß Facebook-Posts des neuen designierten amerikanischen Präsidenten. Das sehen hunderte Millionen Leute sofort. Alles das schafft neue Risiken. Auf dieses Slide und dann mal hier, Sie sprechen ja, denke ich, die konfidentielle Definition an. Es ist völlig richtig, im Normalfall oder Industrie oder Standard in Organisationen ist eine 3- respektive eine 4-Teilung von 4 Hierarchiestufen. Man beginnt normalerweise, wie Sie sagten, ich möchte sie verteilen, aber ich möchte sie nicht nach draußen geben. Das würde man jetzt in der Literatur nennen Business Use Only. Ja. Also die unterste Stufe, weil ich möchte, dass es das Unternehmen nicht verlässt. Ich möchte, dass es das Need-to-Know-Prinzip, also soll heißen, nur die davon wissen müssen oder sollen auch diese Information halten, aber ich unternehme im Grunde keine größeren Aufwände. Die zweite Klassifikationsstufe geht schon ein Stück weiter höher, nennt sich in der Literatur Confidential. Dort wird das nochmal weiter eingeschränkt, der Personenkreis, tatsächlich auf diesejenigen, die tatsächlich damit hantieren müssen. Also nicht nur die es gern wissen wollten, sondern auch die tatsächlich damit hantieren müssen. Und Sie sehen das dann in der technischen Umsetzung, da spricht man dann meistens schon von Verschlusssachen, die in Tresors gelagert werden müssen oder zumindest in abgeschlossenen Byteboards, aber auch in der Technologie dann verschlüsselt werden müssen in irgendeiner Form, der Zugriff also wirklich massiv schon eingeschränkt. Und die oberste Stufe in dieser Dreiteilung ist dann eben strictly confidential oder top secret, würden jetzt die Amerikaner sagen an der Stelle. Das bedeutet extrem eingeschränkt, das Personenkreis auf wenige 4, 5, 6, 7 Menschen, weil es sich um so brisante Informationen handelt, dass man sie wirklich nicht in die Breite. Da redet man dann auch von hoher Verschlüsselung, End-to-End, beziehungsweise dann auch von versiegelten Umschlägen mit Transportprotokollen etc. etc. Die vierte Kategorie erscheint eigentlich lapidar, ist es aber nicht. Das nennt man nämlich dann die Publicly Accessible Information und die wird immer wichtiger im Zeitalter des Internets natürlich. Denn das bedeutet, das sind Informationen, die ich ganz bewusst nach draußen geben möchte, die in sich am Ende des Tages für jedermann geeignet sein müssen. Bedeutet aber nicht, dass es völlig unkritische Sachen sind, sondern bedeutet vor allem, dass ich sie, jetzt sage ich es mal flapsig, dass ich sie waschen, bügeln, föhnen und legen muss. Das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, wie ich sie formuliere, damit ich keiner ethnischen Gruppe, keiner Altersgruppe, wie auch immer, auf die Füße steige und damit juristisch absolut lupenrein bin. Ja, weil
Wenn man das als niedrigste Stufe bezeichnen möchte, ja, von der Reichweite der Information definitiv, aber von der Einfachheit halber, also how to handle, ganz bestimmt nicht. Also das wäre im Prinzip die Unterteilung, die man an der Stelle machen würde. Gut, also vielen Dank erstmal. Gibt es noch weitere Fragen in der Runde dazu? Ich stelle vielleicht jetzt mal so eine ganz konkrete Frage. Na, also mal angenommen, ich bin jetzt in einem Unternehmen, wo ich jetzt anhand deines Vortrages festgestellt habe, oh je, wir machen da ja gar nichts. Wie müsste ich mir das denn jetzt ganz praktisch vorstellen, Information Risk Management? Ja. Ich hätte da so ein paar Slides gehabt. Ich habe sie bewusst rausgenommen, weil das ist ein Exkurs in sich selbst. Kurzfassung ist, es funktioniert letztendlich so wie in anderen Bereichen auch. Das Erste ist, man muss immer die Awareness schaffen, Information ist ein Wirtschaftsgut. Das muss ich wollen, das muss ich top-down auch wollen. Das heißt, auch das Management muss davon überzeugt sein. Das ist das Richtige. Wenn das Management davon nicht überzeugt ist, wird jeder Kollege, jeder Vorgesetzte das immer nur als unnötiges Beiwerk sehen. Und das wird sie nie, sie werden es nie erfolgreich im Unternehmen umsetzen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Zweitens, sie werden Kontrollmechanismen einführen und auch da gibt es über die Jahre einen Evolutionsprozess, den man sehr schön darstellen kann. Man fängt im Grunde damit an, einzelne Kontrollen sich zu überlegen. Was möchte ich denn überhaupt kontrollieren? Wie möchte ich das machen? Ich baue unter Umständen ein Regelwerk zunächst mal auf, bilde im Rahmen dieses Regelwerks dann diese Kontrollen eben mit ab. Soll heißen, eine Regel könnte lauten, diese und jene Informationen müssen hier und da gespeichert und dann so und so verschlüsselt werden. Dann ist das zunächst mal eine Regel, die muss ich publizieren im Sinne einer Arbeitsanweise und ich muss am Ende natürlich auch kontrollieren. Das heißt, ich muss irgendjemanden dafür verantwortlich machen, das zu kontrollieren. Ist das auch wirklich geschehen und dann daraus auch entsprechende korrektive Aktionen oder präventive Aktionen ableiten für das Unternehmen. Das ist der erste Schritt. Die weiteren Schritte werden dann immer komplexer bis hin sich zu selbstregulierenden Systemen, wo ich bis hin gehe, automatisierte Klassifikationsschemata, wo nicht mehr der Mitarbeiter entscheidet, wie etwas klassifiziert ist, sondern Systeme so weit gefüttert werden, dass sie aus dem eigenen Wissensmanagement heraus, und da sind wir jetzt wieder genau beim Thema nämlich, ähnlich wie die Firma Google es tut, eine Engine dahinter sitzt, die selbst entscheidet, wie kritisch ist die Information und dann sie entsprechend zugänglich oder nicht zugänglich macht. Das ist sozusagen das Top-Class-Szenario heutzutage. Aber davon sind viele Unternehmen noch sehr, sehr weit weg. Beantwortet das die Frage, Gabriele? Ja, ich sehe auch Dirk hebt die Hand. Ich habe trotzdem noch eine kleine Anschlussfrage. Ich denke mal, die größte Herausforderung ist doch wahrscheinlich mit der erste Schritt, dass ein Unternehmen sich überhaupt mal bewusst wird, welche Informationen haben wir denn überhaupt? Ja, also das stelle ich mir, das ist ja dann im Kontext Business Management, wenn ich dann mal weiß, welche, ist es glaube ich einfacher zu sagen, das ist vertraulich, das ist strictly confidential, das ist Data Privacy, aber so dieses sich überhaupt mal bewusst werden, über welche Arten von Informationen reden wir überhaupt, wie würde man da denn tatsächlich konkret vorgehen? Ja, man würde inventarisieren letztendlich. Man kann das mit Karteikarten machen, man kann das mit Excel-Listen machen, also mit Datenbanken machen. Aber in der Tat würde man im Prinzip in die Unternehmen reinschauen, in die Fachbereiche, die müssten sich selber Gedanken darüber machen, welche Informationen verarbeiten sie oder haben sie denn überhaupt? Nochmal, verarbeiten meine ich nicht im technischen Sinne, sondern im Allgemeinen, also welche habe ich auf Papier, welche habe ich in den Systemen und wie wichtig sind mir die? Und da wieder diese Klassifikationen, die wir hier sehen auf der Folie, anwenden, also wie geheim sind die, wie wichtig ist die Integrität, wie wichtig ist die Verfügbarkeit und so weiter und so weiter. Das zunächst mal zu katalogisieren und sich dann eben jene Prozesse anzuschauen, die dann anzuwenden werden, also eben Schutzmechanismen oder Vorsorge bei Availability, mach Kopien, ich lege das auf anderen Servern ab oder ich besorge mir Backup-Systeme, whatever, also das bleibt dann ein Beispiel, aber ganz klar katalogisieren. Ja. Also da kommen die zwei Sachen zusammen, nochmal, einerseits das Wollen und die Awareness, ich weiß, was ich will, zweitens, ich will es dann auch und drittens, ich gucke es mir dann sehr genau an, was ich da eigentlich habe und wie ich damit umgehe. Und das ist auch nicht nur die Information selbst, sondern beispielsweise auch die Frage, aber nur so eine Randnotiz, macht sich ein Unternehmen eigentlich klar, welche Informationen in Summe
ein Mitarbeiter überhaupt sehen kann? Und ist das nicht schon in Summe nachher wiederum etwas, was eigentlich für den Mitarbeiter ein bisschen zu groß ist? Also auch da wieder Behörden zum Beispiel, die mit geheimen Informationen hantieren, haben da sehr klare Prozesse. Die meisten Unternehmen haben diese, stellen sich diese Frage nicht. Die bewerten jede Information für sich atomar, klassifizieren sie und dann teilen sie das in Gruppen ein. Aber momentan sehe ich selten in der Wirtschaft draußen, dass diese Gruppen gegeneinander mal gefahren werden und sagen, was kommt denn eigentlich für den Herrn Schwert hinten raus? Was kann der denn alles sehen? Kann der denn alle Jahresabschlüsse des ganzen Konzerns sehen? Damit kann er nämlich automatisch den Konzernabschluss sich selber herleiten, zumindest hypothetisch. Und wenn er das könnte, ist das denn auch so gedacht? Ja, also so eine Fragestellung wäre der nächste logische Schritt, wenn man darüber hinausgeht, über die Einzelinformationen. Aber anfangen würde man mit den Einzelinformationen, ja. Dirk, du hebst die Hand. Ja, mein Thema war jetzt genau nochmal was über die Richtigkeit, also die Integrity von Informationen, weil das ja in der Handhabung vom Unternehmen auch eine sehr große Rolle spielt. Also wie glaubwürdig ist eine Information, wie richtig korrekt? Und dann hat die Stufe, hatten Sie vorhin auch angesprochen, hat man ja noch die Stufe, ist das rechtlich sauber? Ne? Also es kann richtig und korrekt sein, aber es ist halt rechtlich heikel. Und wie wird das gehandhabt, eingestellt? Wie geht man da typischerweise damit um auch? Also, Also da liegt der Teufel im Detail. Aus der persönlichen Erfahrung einfach auch, diese Dimensionen, so wie sie hier stehen, können sich massiv widersprechen und sie müssen unter Umständen sogar Abwägungen treffen. Ich mache mal ein Beispiel, das kann man, glaube ich, laut sagen. Wir sind ich arbeite für eine Pharmafirma. Wir haben dort die Auflage, dass wir in den Produktions- und Laborbereichen mitspeichern, wenn wir Veränderungen an den Maschinen, an den Parametern etc. vornehmen. Das müssen wir, das muss mitgespeichert werden. Wer hat das gemacht? Das ist das sogenannte Audit Logging. Das muss auch eine bestimmte Zeit aufgehoben werden und da geben Behörden dann unterschiedliche Vorgaben aus unterschiedlichen Ländern. Jetzt haben wir in Deutschland ein Datenschutzgesetz, das ist aber genauso gültig. Das könnte unter Umständen komplett hier quer reinspielen in diese Availability-Frage, kann ich denn überhaupt die Namen über mehrere Jahre speichern von den Mitarbeitern, die die Changes gemacht haben an den Maschinen? Darf ich das denn überhaupt? Und das ist dann gar nicht so einfach. Dort eine wirklich eindeutige und eindeutig passende, für beide Seiten eindeutig passende Antwort zu finden. Also da steckt der Teufel wirklich im Detail. Bei der Availability oder bei der Integrity waren wir ja, es ist ja auch so, auch wieder bei uns und wie in der Luft- und Raumfahrt oder der Autoindustrie, kann ich mich auf die Informationen verlassen, die ich habe und entsprechend muss ich sicherstellen, dass sie nicht gefiltert, manipuliert werden können. Da geht es teilweise um bewusste oder unbewusste Manipulation, um Upwards Aggregation, soll heißen, naja, ich habe was dazu gedichtet. Ist das dann noch die Aussage, ja, nein? Und wenn Sie jetzt mal genau lesen, was Volkswagen da macht, das ist dann auch mal ganz interessant, dann hat niemand davon, also die Presse spricht davon, dass dort Sachen gemacht wurden, die so nicht vereinbart waren. Genau genommen wurde das eigentlich von der Wortwahl her nur extrem gedehnt. Ja? Und da muss man sich fragen, ist das integrity-seitig noch okay oder eben nicht? Und dass ich aber eigentlich über das Ziel hinausschieße und sage, ich mache ja eine Software, die noch auf dem Leitstand, weil es erkennt, dass er auf dem Leitstand ist, ein bestimmtes Fahrprogramm hat. Sei auf dem Leitstand, wenn die Fragestellung ist, auf dem Leitstand wird so und so geprüft, bringt es unter diesen und jenen Bedingungen jene Ergebnisse, Antwort ja, dann mag das von der Integrity her richtig sein, aber vom Kontext her natürlich nicht mehr, weil diese Leitstandssimulation natürlich nicht der Realität entspricht. Also habe ich ein Risiko, Informationsrisiko im weitesten Sinne und damit natürlich ein ökonomisches Risiko, was am Ende sich massiv in Millionen- und Milliardenhöhen zu Buche schlägt. Beantwortet das so ein bisschen die Frage? Ja, das beantwortet die Frage, also jedenfalls in die Richtung, wie hin es geht. Ich hatte nämlich noch die nächste Frage, die sich da anschließt an diesen dritten Punkt, die Availability dafür. Wir haben ja in ganz vielen Unternehmen jetzt diese Diskussion wegen unserer jungen Mitarbeiter und so, müssen wir auch mobile Geräte zulassen und so weiter. Dieses Bring Your Own Device wird diskutiert. Haben Sie dort Erfahrungen damit, wie man damit umgeht in Hinsicht auf die Sicherheit oder ist das, sage ich mal, in dem, wo Sie unterwegs sind, generell untersagt? Ja,
Also müssen wir zwei Sachen unterscheiden, die Availability des Mitarbeiters klarerweise und die Availability der Information. Wenn wir hier über die Availability der Information sprechen oder die Abrufbarkeit, natürlich geht es da auch um Millisekunden. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wo das dramatische Folgen hatte. Eine Broking-Firma ist aus London weggezogen nach New York. Einziger Grund war, halten Sie sich fest, die Ping-Time, die die Server brauchten, um beim Broking an der New York Stock Exchange Buchungen und Trading zu machen, im Millisekundenbereich langsamer waren, als wenn sie direkt in New York sitzen, weil transatlantische Verbindung. Soll heißen, dauert 6-7 Millisekunden länger. Das war der einzige Grund, haben Sie selber so gesagt, weil die Information 6 Millisekunden zu spät verfügbar ist und das für uns ein betriebswirtschaftlicher Nachteil, weil wir damit nicht so schnell reagieren können und hier meint man damit die Computer, die das machen, das machen immer die Menschen, wie wir das könnten, wenn wir näher dran sind. Das ist mal so ein Extrembeispiel. Ein tagtägliches Beispiel ist, Sie bekommen ein Audit von einer Behörde oder Sie müssen einer Behörde Daten überstellen, die warten nicht. Wenn Sie dann 2 Wochen brauchen, um die Daten zusammenzustellen, haben Sie schon einen massiven Vertrauensverlust und die Behörden werden unter Umständen deutlich genauer reinschauen und nachfragen, das ist also erfahrungswert einfach, als wenn Sie sagen können, haben wir auf Knopfdruck, hier ist es, schauen Sie rein. Und Sie können sogar mir über die Schulter schauen, während ich diese Fragestellung hier im System ausführe. Wir wissen, dass wir die Informationen auf Knopfdruck haben müssen und hier sind sie, bitteschön. Also das schafft zum Thema, diese letzte Matrix, die ich vorher gezeigt habe, Trust, das schafft natürlich auch Vertrauen. Und das ist das, was natürlich ein Stück weit auch verloren gegangen ist. Also auch da gerade Availability von Informationen, sehr, sehr wichtig. Gut, also vielen Dank erstmal. Gerne. Gibt es noch weitere Fragen? Oder Anmerkungen, eigene Erfahrungen? Falls nicht, würde ich sagen, es ist auch schon fast 6 Uhr, draußen ist es dunkel, dann würde ich die Live-Session auch beenden. Ganz herzlichen Dank, Stefan Schwert, für ein etwas jetzt exotischeres Thema in unserem Kontext.